Ja, und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot. Heute geht's los mit dem Bosskampf, dem Pizza-Proll bei den Wüstlingen. Mal schauen, ob wir da schnell seine Strategie durchschauen können oder nicht. Aber mir ist gerade noch aufgefallen, wir haben noch ein paar neue Schuhe, die wir freigeschaltet haben. Mal schauen. Glücksspieler. Gegner lassen bei ihrem Ablegen zufällige Waffen fallen. Könnten sowieso kurz schauen, ob wir hier irgendwelche... Vielleicht ist das gut. Vielleicht Resistenz gegen Feuer- und Explosionsschaden. Ich denke mal, Pizza-Prol hat vielleicht was mit Feuer zu tun. Ich bin gespannt. Rein geht's. Warte kurz. Willkommen in meinem Abgrund des Pizza-Blasiers Angerfoot. Du bist echt ein Häppchen. Aber nimm vorher ein Bad im Pool. Mit Käse schmeckt alles besser. Okay. Okay, okay. Okay, das ist mies. Okay, I see. Er hat drei Angriffe. Können ihn ins sein eigenes Bad reinschmeißen und dafür die erleben. Okay, Level 1 sieht bisher ganz einfach aus. Wahrscheinlich dreimal müssen wir ihn reinschmeißen. Beim dritten Mal. Rein mit dir. Okay, Level 1 sieht einfach aus. Level 1 geschafft. What? Oh shit! Wir dürfen jetzt hier rumlaufen. Okay, wir dürfen doch nicht rumlaufen. Doch, wir dürfen rumlaufen. Aber nicht immer. Okay, 6-mal müssen wir hier. Alter.
ernsthaft. Der Schweiß wird Schweinen mit TNT. Autsch, autsch, autsch. Okay, ist keine Waffe, shit. Zu einfach gewesen. Was? Fahren? Was? What the fuck? Jetzt fahren wir hier endlich mit dem Boot. Besiegt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir den beim ersten Mal besiegen. Crazy shit. Nice. Prima Sneaker. Sneaker gerettet. Alter. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Die Gamebosse sind besiegt. Und wir haben alle vier Paar Prima-Sneaker gefunden. Komm, lass uns nach Hause gehen. Noch ist Zeit für einen Filmabend. Außerdem bin ich am Verhungern. Lass uns auf den Heimweg was mitnehmen. Aber keine Pizza. Ich glaube, das war's noch nicht. Warte kurz. Halt! Anglefoot, ich habe dich beobachtet. Wir müssen uns treffen, unter drei Augen, versteht sich. Komm zum grauen Turm, sonst... landen diese seltenen Sneaker im Feuer. Oh shit. Die graue Eminenz hat den Verstand verloren und ich habe diesen Spinner gewehrt. Wir müssen diese armen Sneaker retten. Komm schon. Ich wusste es, dass es nicht zu Ende ist. Der graue Turm. Aber ich würde sagen, das sehen wir jetzt beim nächsten Mal. Glücksspiele. Eine Zeitstopp. Beim Eintreten von Türen wird die Zeit extrem verlassen.
sorry. Extrem verlangsamt. Sehen das erstmal nächstes Mal, weil wir ja so gesehen jetzt ein Kapitel abgeschlossen haben. Und ich möchte sie nicht so vermischen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter mit 12 weiteren Leveln zur grauen Eminenz. Mal schauen, was uns da erwarten wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Angerfoot. Haut rein. Tschüss.